Hoffentlich erwartet mich was Leckeres. Ich schau nach. Oh, das muss ein iPhone sein. Schauen wir mal. Sieht ja toll aus. Ich muss dringend ein Foto machen. Ted, geh weg. Aber ich wollte auch mit auf Selfie. Gib her. Lass los, du wirst es fallen lassen. Oh no. Ups. Oh nein. Du hast das Handy zerschlagen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na warte, Ted. Stop. Beruhig dich, Mary. Tief einatmen, tief ausatmen. Danke, Monika, du hast mich gerettet. Excuse me. Aber du wirst mir nicht entkommen. Lasst uns das vergessen und nachschauen, was in meinem Schließfach drin ist. Mein Frosch? Wo willst du hin? Womit habe ich das verdient? Pack ihn weg! Er sitzt auf meinem Kopf. Hilfe! Ich habe was im Mund. Boah, das war der Frosch. Das geschieht dir zurecht. Okay. Mal sehen, was ich habe. Das Schließfach ist leer. Nein, schau mal, da ist ein Zylinder drin. Was soll ich damit anfangen? Er ist leer. Und wenn wir den Frosch reinschmeißen? Ist was passiert? Unglaublich. Jetzt ist er aus Schokolade. Mein Plan hat funktioniert. Gib her, das ist mein Frosch. Schmeckt er gut. So gefällt er mir viel mehr. Ich will auch sowas machen. Und wenn ich mein Handy da reinlege? Hoffentlich hat es funktioniert. Das riecht nach Schokolade. Da ist auch noch eine Waffel drin. Das ist mein Zylinder und ich werde ihn benutzen. Oh nein. Wieso hat sie das getan, Monika? Sie hat sich in eine Schokostatue verwandelt. Sollen wir sie vielleicht essen? Schau, wir fangen mit dem Finger an. Aber das ist doch Monika. Du darfst Monika nicht essen. Ich wusste doch, dass du versuchen wirst, mich abzureden. Ist klar, Monika war unsere Freundin, aber... Oh, das will ich nicht bestreiten. Wie konnte ich das nur tun? Ich setze den Finger wieder zurück. Wir brauchen Monika. Ich nehme den Zylinder ab. Leute, was habt ihr? Wir haben dich vermisst. Was ist mit meinem Finger? Ich habe keine Ahnung. Neue Schließfächer. Ich bin wieder Erste. Oh, ein Zauberstab. Der leuchtet so schön. Dem Geruch nach ist er nicht essbar. Mary, was machst du? Du kannst doch Wunder vollbringen. Benutz den Zauberstab. Ach, so geht das. Gut. Lass mich in Ruhe. Spürt ihr auch? Da ist was verbrannt. Ah, mein Rücken. Ich habe ein riesiges Loch. Mary, was hast du angerichtet? Sorry, das war aus Versehen. Da gibt's nichts zu lachen. Ich hoffe, ich habe was Tolles im Schließfach. Oh, das ist ja ein ganzer Eimer Eiscreme. Dann auch noch mit Erdbeergeschmack. Wo ist mein Löffel? Ah, der ist viel zu hart. Na, mach schon. Oh nein, ich habe den Löffel verbogen. Aber ich habe eine Alternative. Mit dem Löffel wird sicher nichts passieren. Ich muss mir etwas Mühe geben. Es hat geklappt. Na, endlich kann ich es probieren. Super. Gibst du uns vielleicht was ab? Haltet euch bloß fern von mir. Geizhals, was ist mit dir bloß los? Keine Ahnung, irgendwie ist es voll kalt hier. Ich wärme dich wieder auf. Sei bloß vorsichtig. Danke, Mary. Aber das Eis gehört trotzdem mir. Zu schade, dass nichts mehr übrig ist. Jetzt öffne ich mein Schließfach. Da ist was Seltsames drin. Fühlt sich ekelhaft an. Ich
Ich will es nicht rausnehmen. Das ist nicht fair. Komm, ich helfe dir. Wow, das ist ja ein rohes Steak. Arme Monika. Da hast du ja die Arschkarte gezogen. Guten Appetit. Danke, aber ich habe sicher nicht vor, das zu essen. Außerdem ist das Fleisch richtig hart. Ich kann nichts abbeißen. Come on! Ah, ich werde dir schon wieder helfen müssen. Mary, hilf mir. Pass gut auf. Dem Fleisch ist ja gar nichts passiert. Wie blöd. Solange Mary weg ist, benutze ich ihren Zauberstab und mache mir daraus ein saftiges Steak. Hä? Wieso passiert nichts? Na los, jetzt mach schon. Was ist los? Ich verliere die Kontrolle. Mein Kopf. Mir ist schwindelig. Huch, der Zauberstab scheint sich beruhigt zu haben. Das mit dem Steak hat geklappt. Und die anderen sollen sich ausruhen. Wer fängt diesmal an? Ich will's sein. Oh, da scheint was Leckeres drin zu sein. Ein Marsgetränk. Sieht himmlisch aus. Aber wieso kriege ich es nicht auf? Na los, jetzt mach schon. Hey, lass mich helfen. Das wirst du eh nicht schaffen. What the? Wie hast du das gemacht? Wobei, danke. Jetzt kann ich es austrinken. Was schaut ihr mich so an? Okay. Ach so, du willst was probieren. Nein, das kannst du vergessen. Das wirst du mir büßen. Ich werde dir helfen. Mary, was machst du? Jetzt bin ich nass. Blödes Getränk. Mary, mach weiter. Wie du meinst. Aber irgendetwas sagt mir, dass es was Ekliges sein wird. Wieso stinkt das so? Das ist ja Stinkekäse. Den könnt ihr selber essen. Wie bitte? Na los, ran ans Zeug. Na gut, gib her. Ich hab Angst. Oh, wie eklig. Mary, mach nur weiter. Das ist wirklich fürchterlich. Aber du hast es geschafft. Jetzt bleibt nur noch der Rest. Das ist voll hart, Ted. Ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das selber. Siehst du, ein Stück weniger. Und noch eins geschafft. Unglaublich, wie macht die das? Bravo, Mary. Du bist ein wahrer Held. Huch, die haben nichts bemerkt. Monika, jetzt bist du dran. Da muss was Zauberhaftes drin sein. Was ist es bloß? Ein Bonbon? What? So lala. Haha, wie lustig. Na, bist du satt? Was ist das denn? Mehr Bonbons. Die sind vom Himmel gefallen? Okay. Seltsam. Und was ist das? Noch mehr Bonbons. Gleich 4 Stück. Aus 2 wurden 4? Was soll das bedeuten? Na los, Monika, denk. Aha! Jetzt müssen es also 8 Bonbons sein. Und danach 16. Und dann 32. Oh mein Gott! So viele Bonbons. Monika, wo willst du hin? Die soll sich ausruhen. Wir schnappen uns den Rest. Gute Idee. Danke, Monika. Diesmal fange ich an. Oh nein. Lass uns das auf faire Weise entscheiden. Ich fange an. Scheint was Leckeres zu sein. Nutella. Klasse. Ich hatte recht. Weg mit dem Deckel. Wieso wirfst du nach mir? Sorry, das wollte ich nicht. Ich will auch was probieren. Nein, Ted, setz dich wieder. Das gehört mir. Oh Mann, ihr habt mir beide nichts übrig gelassen. Ich liebe Nutella. Oh nein, meine Hand ist im Glas stecken geblieben. Alles nur, weil du so gierig bist, Monika. Okay. Na gut, lass dir helfen. Na los, zieh fester. Scheint geklappt zu haben. Der Rest gehört uns.
Mann, das Glas ist leer. Oh. Hey, Monika, steh auf. Meine Hand ist frei. Oh, da ist noch Nutella dran. Klasse, Ted, jetzt bist du dran. Gerne. Ich frag mich, was mich erwartet. Oh nein, was Ekliges. Ich muss mich zusammenreißen. Oh nee, roher Fisch. Den muss ich auch noch rausnehmen. Da hast du ja Glück gehabt, Ted. Nein, danke, der ist für dich. Ich will den aber nicht. Ist ja voll widerlich. Ich kann nicht mehr. Wieso hast du ihn neben mich gelegt? Pack das weg. Ted, bist selber dran schuld. Ich leg mich hin. Dieser Fisch sorgt ja nur für Probleme. Pack ihn weg. Na also, mal sehen, was ich habe. Ich sehe nichts. Das Schließfach saugt das Glas ein. Du hast recht, es ist verschwunden. Es saugt mich auch ein. Halte durch, Monika. Oh nein, sie ist weg. Ich hol dich raus. Hä, wo sind alle hin? Da ist nur Marys Schließfach. Nein, ich werde eingesaugt. So, wer von euch will Erste sein? Mary, du bist es. Warte es ab. Okay, ich fange gleich mit diesem Knopf hier an. Hä? Wieso hat sie jetzt schon auf den Knopf gedrückt? Na gut, das war ihre Wahl. Es passiert nichts. Oh, jetzt doch. Das ist cooler. Gefällt mir. Ich will mehr. Oh, was für eine gute Wahl. Aber wieso so wenig? Ich will mehr. Kate, du überraschst mich. Das sollte doch genügen. Ich werde mir was überlegen. Ich will Nachschlag. Klasse. Ich habe mir eine größere Flasche genommen. Okay, das reicht. Ich will nicht mehr. Das reicht. Ich muss alles ausschütten. Ich ersticke. Holt mich hier raus. Oh, das sieht ja schlecht aus. Als wäre sie ein Fisch im Aquarium. Halte durch, Kate. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen eine kleine Explosion. Gleich bist du frei. Wo kommt der ganze Schaum her? Was ist hier los? Oh nein, jetzt ist meine Nase nass. Wie geht's dir, Kate? Oh, na endlich. Ich kann wieder atmen. Schön, dass wir dieses Problem gelöst haben. Bleib hier, ich gehe rüber zu Mary. Super, ich muss die Wahl treffen. Ich nehme den gelben Knopf. Was gibt's für mich? So, alles klar. Ich brauche ein paar Seifenblasenpistolen. Mach dich bereit, Mary. Wir fangen an. Oh, sieht das schön aus. Klasse. Als wäre ich in einem Märchen gelandet. Freut mich, dass es dir gefällt. Das war noch nicht alles. Mach weiter. Ich liebe Seifenblasen zu platzen. Hier ist genug Schaum für eine Schaumparty. Ja, das wird ganz schön langweilig hier. Meine Pistolen sind leer. Aber wenn du Lust hast, kannst du natürlich mehr haben. Das ist für dich. Wo kommt das ganze Wasser her? Wo sind meine Seifenblasen? Ich habe was in die Augen bekommen. Sorry, aber es konnte ja nicht unendlich so weitergehen. Oh, das ist ganz schön rutschig hier. Ich leg mich hin. Oh, gute Wahl. Ruh dich aus. Ich will so schnell wie möglich weitermachen. Ich habe einen Knopf ausgewählt. Ich nehme den blauen. Super, das Spiel kann weitergehen. Ich komme schon, Kate. Mach dir keine Sorgen. Du hast mal wieder Glück gehabt. Ich habe eine riesige Portion Marshmallows für dich. Ich würde die selber gerne essen, aber das darf ich ja nicht. Das Glück ist wieder auf meiner Seite. Klasse. Ich mag diese Challenge. Marshmallows sind so luftig. Wie geht's dir da? Wow, du hast ja einen Appetit.
Ich krieg gar nicht genug von den Dingern. So schön, dass ich so viele habe. Danke, Zack. Stets zu deinen Diensten. Du siehst übrigens wie ein Hamster aus. Na gut, ich gehe dann mal. Ich glaube, ich habe die Entscheidung getroffen. Der grüne Knopf, super. Du kriegst scharfe Nachos. Oh, die sehen gefährlich aus. Davon wird die Zunge ganz schön brennen. Das tut mir leid, Mary. Du spielst hier mit Feuer. Mach den Mund auf. Wow, das sind ja Nachos. Wie cool. Da habe ich ja Glück gehabt. Gib mir so viel wie möglich. Die sind so schön knusprig. Ich will mehr. Die Reaktion sollte bald starten. 3, 2, 1, Feuer! Was ist los? Wieso ist es so heiß hier? Ich brenne! Ich hätte nicht so nah stehen müssen. Feuer, klasse. Darauf könnte ich meine Marshmallows braten. Danke dir, Mary. Jetzt geht's mir besser. Ich leg mich hin. Meine Marshmallows sind jetzt so weich und sanft. Einfach klasse. Ich habe auch was abbekommen. Nur gut, dass das zu Ende ist. Was machst du, Kate? Ich bin wieder in Ordnung. Also kann es weitergehen. Kate hat auch schon ihre Entscheidung getroffen. Ich brauche noch eine Sekunde. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, fangen wir an. No, please. Mach dir keine Sorgen. Du hast Glück gehabt. Oh, sorry. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich liebe Nutella. Mehr esse ich nicht. Der Rest ist für Kate. Lass es dir schmecken. Wieso ist das so klebrig? Was ist das? Das muss Schokolade sein. Mach weiter so. Ich habe eine Idee. Ich brauche ein Nutella-Brot, damit dass ich Brot habe. Es ist so schön weich. Jetzt tunke ich es in die Schokolade. Das wäre ein riesiges Sandwich. Jetzt will ich es aber essen. Was könnte schöner sein? Lecker Schmecker. Was machst du da, Kate? Thank you. Ich bin glücklich. Danke, Zack. Das freut mich, aber wieso bist du voller Brot? Das sieht wirklich seltsam aus. Kate, jetzt komme ich aber dran. Du hast eine gute Wahl getroffen. Wir bereiten jetzt Donuts zu. Dafür brauchen wir Mehl. Hör auf, ich mag kein Mehl. Ich muss gleich niesen. Jetzt brauchen wir Eier. Fangen Sie Mary. What? Was? Eier, soll das ein Scherz sein? Toll, jetzt kriege ich auch noch Milch. Super. So steht's im Rezept. Dem müssen wir folgen. Mal sehen. Ah, jetzt müssen wir alles durchmixen. Wo sind die Schlagbesen hin? What? Was zum Geier passiert hier? Was sind diese Metalldinger? Fast vergessen. Wir brauchen noch Zuckerguss. Das ist das letzte Detail. Viel Spaß. Das ist ja mega klebrig. Ich mag das alles nicht. Okay, das war alles, was nötig war. Ich halte das nicht mehr länger aus. Mary, wo willst du hin? Ah, die Streusel habe ich ja ganz vergessen. Du siehst ja toll aus. Du bist voll hübsch. Danke, das Kompliment kannst du dir sparen. Ist doch super. Glücklicherweise schmeckt das gut. Lecker. Es wird langweilig hier. Aber Kate hat ihren Knopf gedrückt. Ich komme. Diesmal zähle ich ab. Hoffentlich ist das ein guter Knopf. Der Spaß kann endlich beginnen. Da freue ich mich. Schaut euch diese wunderbaren Kakerlaken an. Hoffentlich wird Kate nicht bemerken, dass die nur aus Plastik sind.
Momentchen. Ich habe was vergessen. Eine echte Kakerlake kommt auch mit rein. So wird das mehr Spaß machen. Komm her, mein Kleines. Alles ist bereit. Wir fangen an. Na, kommt da noch was? Wie geht? Ist das etwa Erde? Boah, wie eklig. Das gefällt mir ja gar nicht. Das ist tatsächlich Blumenerde. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das sind Kakerlaken. Mach, dass ihr wegkommt. Lass mich raus. Ich habe Angst vor Insekten. Du darfst hier nicht raus. Das verstößt gegen die Regeln. Geh wieder rein. Also, geht doch. Ich will hier aber nicht bleiben. Die sind ja gar nicht echt. Na gut. Gerade noch mal Glück gehabt. Mir machst du keine Angst. Was ist das denn? Was habe ich da auf dem Kopf? Nein, eine Kakerlake, die bewegt sich. Bloß nicht das. Geh weg, geh weg, geh weg. Irgendwie ist mir schwindelig. Hallo, Kleines. Freut mich, dass es dir gut geht. Komm her. Vielen Dank für deine Hilfe. Gut gemacht. Ich muss mich so schnell wie möglich entscheiden. Ich kann mir keinen Fehler erlauben. Na, was erwartet mich? Es wird Zeit, dass du dich erfrischst. Mary, ich habe dir Schnee mitgebracht. Es ist ganz schön kalt. Da musste ich mich wärmer anziehen. Das alles gehört dir. Ich verstehe ja gar nichts. Was ist das denn? Oh, ganz schön kalt. Ist das etwa Schnee? Sieht zwar schön aus, aber mir ist kalt. Ich brauche eine Decke. Jetzt geht's mir besser. Nein, das reicht noch nicht aus. Ich brauche noch eine Mütze. Gut, dass ich die mit hatte. Okay. Jetzt geht's mir viel besser. Jetzt kann ich mit dem Schnee spielen. Das macht voll viel Spaß. Noch mehr Schnee. Mach weiter, so sag. Wenn es dir Spaß macht, dann lass uns Schneebälle werfen. Gute Idee. Ich mach mit. Pass auf. Oh, das war ein guter Schuss. Das machst du voll gut, Mary. Reicht es vielleicht? Das ist erst der Anfang. Ich muss nur gut genug zielen. Hier kommt mein Wurf. Der ging aber daneben. Guten Morgen. Was ist hier denn los? Wo kommt der Schnee her? Mary, du hast Kate getroffen. Worauf soll ich drücken? Rot ist meine Lieblingsfarbe. Yeah. Gute Wahl. Dieser Knopf schenkt dir Nudeln. Aber Nudeln mit Chili. Jetzt pass mal auf. Hey, pass auf. What? Wer hätte gedacht, dass ich meinen Preis so bekommen würde? Jetzt bin ich voller Nudeln. Aber das macht nichts, sie schmecken trotzdem. Ich brauche Stäbchen. Ist ja klasse. Ich liebe asiatische Nudeln. Aber die hier sind irgendwie zu scharf. Zu scharf. Hilfe! Oh, da brennt ja jemand. Gleich brennen wir alle. Gar nicht. Ich lösche dieses Feuer. Ich habe einen Feuerlöscher. Hör auf, ich brenne ja nicht mehr. Das reicht mit dem Schaum. Oh Mann! Hauptsache, das Feuer ist gelöscht. Viel zu viel Schaum. Was soll ich aussuchen? Ich hoffe, mir hilft Karate. Gute Wahl. Wendy, du kriegst Brause. Hoffentlich wird sie dir gefallen. Ist ja super. Das muss sich ja gut schmecken. Und wie das prickelt.
Dann auch noch so viel davon. Voll lecker. Meine Hände sind da gar nicht genug. Ich brauche einen Schöpflöffel. Lecker. Das prickelt so toll. Mega, mega klasse. Ein echtes Feuerwerk. Ist ja toll. Gefällt mir. Ich weiß nicht, was ich auswählen soll. Okay. Ich weiß eh nicht, was hinter den Knöpfen steckt. Gute Wahl, du kriegst Klopapier. Hä? Ich dachte, es gibt was zum Essen. Nein, hier kommt eine gewaltige Menge Klopapier. Das reicht. Oh mein Gott! So viel werde ich doch nie im Leben gebrauchen. Warte, hier kommt noch was dazu. Nutella passt perfekt zu Klopapier. Das ergibt einen tollen Prank. Okay, das war's hoffentlich. Na, Susie, fang! Wie bitte? Oh nein, das ist doch Kacke! Was soll ich damit anfangen? Wendy erwartet auch ein Schokoladengeschenk. Igitt, was ist das denn? Probier es, dann findest du es heraus. Ach so, das riecht gut. Das ist ja Schokolade. Schmeckt nicht schlecht. Oh, den Knopf habe ich ja ganz vergessen. Glück gehabt. Du gewinnst eine Menge Geld. Na, wenn das kein guter Preis ist. Einverstanden. Oh mein Gott. Da habe ich ja Glück gehabt. Jetzt bin ich reich. Nein, was habe ich getan? Du hast auf einen Knopf gedrückt. Und du kriegst von mir Wasser. Genieß es. Hey, ich wollte nicht duschen. Was ist das denn? Dieser Fisch her. Hey, you. Oh mein Gott. Damit habe ich sicher nicht gerechnet. Oh, mein ganzes Geld ist nass. Oh no. Und was machst du jetzt? Hä? Ich versuche meine Scheine zu trocknen. Das wäre mir nicht eingefallen. Was soll ich diesmal drücken? Ich nehme den grünen Knopf. Glück gehabt. Wow. Jetzt erwarten dich Marshmallows. Richtig lecker. Vielleicht sogar zu weich. Viel Spaß damit. Was passiert jetzt? Oh, es schneit ja. Es schneit Marshmallows. Als wäre es Winter. Ich liebe Marshmallows. Die sehen toll aus und müssen lecker sein. Here we go. Die sind so schön luftig. Klasse. Scheint dir alles zu gefallen? Dann wird es Zeit, dass ich mir ein paar Föhne zurechtlege. Das wird sicher Spaß machen. Wie lecker. Irgendwie ist es ganz schön heiß hier. Aber es sollte doch kalt sein. Es ist doch nicht Sommer. Hey, was tust du da? What? No. Ich schenke dir Wärme. Wieso? Meine schönen Marshmallows schmelzen. Please, stop. No, 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 please. Ist das nicht super? Es kann weitergehen. Bitte, hör auf. Das ist ja schon richtig schleimig.
Ich kann die nicht essen. Jetzt schrei doch nicht, ich höre ja schon auf. Gefällt's dir nicht? Oh, jetzt sind die so klebrig. Ich bin voller geschmolzener Marshmallows. Was hast du angerichtet? Ist doch lustig. Was hast du angerichtet? Oh Mann, ich hab Hunger. Okay, welchen Knopf soll ich drücken? Ich versuche es mit dem blauen. Gute Wahl, dich erwartet was Besonderes. Aber ich muss erstmal in Deckung gehen. Ich hoffe, du magst Stinkekäse. Susie, mach dich gefasst. Bang! Guten Appetit! Ich hoffe, das gefällt dir. Was ist das? Noch ein paar Stückchen. Was soll das? Stinkekäse. Oh, ich muss gleich kotzen. Was stinkt hier so? Ich kann nicht atmen. Na, wie gefällt euch mein Geschenk? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe den schlimmsten Käse überhaupt gefunden. Was sagt ihr zu dem Geruch? Wollt ihr vielleicht ein paar Gasmasken? Hurra, endlich frische Luft. Ich hoffe, dass diesmal alles gut laufen wird. Ich will was Leckeres. Wer den gelben Knopf wählt, kriegt was Gelbes. Schon wieder diese Bienen. Darf ich bitten? Eine ganze Tonne frischen, süßen Honig. Ah, so frisch. Und so zäh. Ich hoffe, er wird dir gefallen. Viel Spaß. Was erwartet mich wohl? Was ist das? Mama. Wieso ist das so klebrig? Probier ihn. Wirklich? Ah, tatsächlich. Ich mag den Honig. Ich habe so richtig viel davon. Ich könnte glatt darin baden. Ist ja super. Aber der Honig lockt Bienen an. Ich muss die loswerden. Ah, du hast noch ein paar Knöpfe getroffen. Dann gibt es mehr Geschenke. Ein paar Federn zum Beispiel. Bitte sehr. Was sagt ihr dazu? Ah, wo kommen die ganzen Federn her? Jetzt sehe ich wie ein Schneemensch aus. Das gefällt mir gar nicht. Das war noch nicht alles. Du kriegst noch Milch von mir. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ich mach mich doch nicht über dich lustig. Du hast doch selber die Knöpfe gedrückt. Ich bezweifle, dass es noch schlimmer sein kann. Was erwartet mich diesmal? Ich hoffe, du magst Popcorn. Ich liebe Popcorn. Also wird es Zeit für etwas Popcorn. Was? Popcorn? Ist ja toll. Ich stehe voll drauf. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Das ist das Beste, was ich heute bekommen habe. Worauf soll ich drücken? Ich habe keine Lust auf die Bienen. Ich suche den grünen Knopf aus. Das hättest du lieber nicht getan. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dich erwartet. Hier kommen ein paar kleine süße Kakerlaken.
Die haben sogar ein kleines Erdhaus. Viel Spaß damit. Was? Was passiert hier? Ist das Erde? Was soll ich damit anfangen? Ich kann doch keine Erde essen. Bloß keine Kakerlaken. Die sind überall. Hilfe! Helft mir! Oh mein Gott! Das werde ich nicht länger aushalten können. Was? Das verstößt aber gegen die Regeln. Was hast du mit meiner Box angestellt? Wie konntest du nur ausbrechen? Seltsam. Na gut. Guten Morgen allerseits. Hey, was ist hier denn los? Warum ist alles voller Pflanzen? Ich verstehe nichts. What? Liegt das etwa an meinem Aussehen? Oh, wie soll ich denn jetzt mit diesem Meerjungfrauenschwanz laufen? Ah! Oh, und überall diese Blätter hier. Was für ein Albtraum. Okay, ich muss dringend ans Waschbecken rankommen. Ich habe viel zu viele Pflanzen auf mir. Ja, jetzt geht's mir besser. Hä? Was ist denn mit meinen Händen los? Wow, schaut mal, was ich tun kann. Ich kann diese Pflanzen wachsen lassen. Unglaublich. So kann ich noch schöner aussehen. Langsam gefällt mir mein Look. Aber ich kann immer noch nicht laufen. Was für ein schöner Traum. Hä? Was riecht denn da so komisch? Ah, hier brennt doch was. Was konnte hier passieren? Ist das alles, weil ich jetzt eine Meerjungfrau bin? Oh, wo war nochmal der Feuerlöscher? Ich muss dieses Feuer löschen. Huch, das war ganz schön knapp. Was ist denn mit meinen Händen los? Wow, ich wusste ja gar nicht, dass ich sowas tun kann. Oh Mann, aber ich kann kaum stehen. Ich bin nicht dran gewöhnt. Oh, was soll das? Okay, ich habe die Balance wieder. Mist, so werde ich doch das gesamte Haus niederbrennen. Mensch, jetzt muss ich wieder alles löschen. Ich bin doch eine Meerjungfrau und kein Feuerwehrmann. Was ist denn hier los? Wieso schwebe ich in der Luft? Aua! Also ich hätte nicht gedacht, dass ich die erste fliegende Meerjungfrau auf der Welt sein würde. Oh, voll cool. Ich kann die Luft kontrollieren. Wow. Aber ich mag meine glatten Haare nicht. Wobei, ich könnte sie mir ja lockig machen. Na, so sieht's doch um einiges besser aus. Ich sehe richtig gut aus. Die schönste Meerjungfrau überhaupt. Ah, dieser blöde Wecker. Ich habe ganz schön tief geschlafen. Guten Morgen. Hey, was ist denn hier los? Wieso bin ich denn voller Algen und so nass? Ich muss mir dringend was überlegen. Na also, jetzt sehe ich doch um einiges besser aus. So gefällt es mir mehr. Oh nein, ich falle! Wie kann ich denn überhaupt auf dieser Flosse hier stehen? Meine Haare sind schon wieder nass. Ich muss sie mir schon wieder trocknen. Da
Das ist gar nicht so einfach, eine Meerjungfrau zu sein. Ja, ja, wir mögen es, fotografiert zu werden. Wow, die Mädels sehen ja echt unglaublich aus. Tja, was stimmt, stimmt eben. Das kannst du laut sagen. Wir sind nun mal wunderschön. Oh, das war die Glocke. Wir müssen irgendwie in den Klassenraum kommen. Nein, ich falle! Ah, Mann, sind die tollpatschig. Na komm schon, geh auf, blödes Schließfach. Ich habe echt nicht genug Kraft. Moment, ich könnte doch meine Superkraft benutzen. Na also, klappt doch. Wobei, jetzt habe ich es doch ein bisschen übertrieben. Ich wollte doch nur mein Schließfach öffnen und nicht die anderen. Ich wollte bloß mein Notizbuch rausnehmen. Wie auch immer, das habe ich nicht gemacht. Na endlich, ich bin an meinem Platz angelangt. Quentin, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Das interessiert mich gar nicht. Meine Lieblingsblume liegt im Sterben. Sie hat gar keine Blätter mehr. Ach, mach dir nichts draus. Ich kann dir helfen. Na, siehst du, deine Blume hat ihre alte Schönheit wieder erlangen. Oh, das ist ja cool. Lilly, du bist eine wahre Wundertäterin. Und das war noch nicht alles. Schau mal, was ich noch machen kann. Unglaublich, wie hast du das nur geschafft? Einfach cool. Kannst du noch irgendwas unternehmen? Yeah! Also ich könnte versuchen, die Pflanze dazu bringen, dich zu umarmen. Wenn du das natürlich möchtest. Ich glaube, das wird langsam zu viel. Ist doch voll cool, oder? Na, ich weiß nicht. Das ist voll unbequem. Ups. Wie auch immer, ich muss lernen. Hallo, Sophie. Ah! Hey, wo kommt das ganze Wasser her? Wieso ist das hier so nass? Ich liebe dieses Lied. Hey, was ist denn mit euch passiert? Ja, wegen deinem blöden Wasser muss ich jetzt diesen Gips tragen. Wasser? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Habt ihr mich jetzt gecancelt? Na okay, das Schild ist vielleicht doch noch was Gutes. Wow! Mädels, das sieht ja so toll hier aus. Hallöchen. Wir werden gemeinsam lernen und gemeinsam leben. Sucht euch ein paar Betten aus. Ah, ich nehme natürlich dieses Bett hier. Ich mag es, auf der zweiten Etage zu schaffen. Oh nein, ich habe meinen Koffer vergessen. Es wird Zeit für ein bisschen Magie. Komm mal her, mein kleines Kissen. Super. Und jetzt wird's Zeit für den Rest. Das sind meine Stifte und meine Notizbücher. Super. Oh Mann, das mit der Decke wird gar nicht so einfach. Na komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben's fast. Komm mal her. Noch ein bisschen? Ups. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Huch. Ach du meine Güte, das war richtig lustig. Lacht ihr doch so viel ihr wollt. Ich hab mein Bett fertig. Okay, es wird Zeit, dass ich auch meine Sachen auspacke. Mal sehen. Ups, während ich unterwegs war, ist mein Koffer total durchnässt worden. Was soll ich jetzt mit diesen nassen Sachen machen? Oh Mann.
Ich glaube, ich kann dir helfen. Warte mal kurz. Deine Sachen werden gleich trocken sein. Oh, danke schön. Das ist so nett von dir. Moment, wieso riecht das hier so seltsam? Ich glaube, du hast es auch ein bisschen übertrieben. Was? Oh nein, mein Notizbuch ist von innen verbrannt. Menno, was hast du angerichtet? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Mir ist aufgefallen, dass es hier überhaupt keine Pflanzen gibt. Es wird Zeit, das zu ändern. Ich wollte doch nur ein paar Pflanzen. Hey, wartet mal. Geht mal wieder zurück in den Koffer. Ihr solltet lernen, mir zu gehorchen. Was erlaubt ihr euch? Ich hab gesagt, bleibt da sitzen. Na also. Huch. Ihr bleibt erstmal unterm Bett. Ups. Ach, achtet nicht darauf. Okay, jetzt wird's Zeit, dass ich meinen Koffer auspacke. Ich kenne ja mein feuriges Temperament, deshalb habe ich immer einen Feuerlöscher mit mir. Hallöchen. Was willst du denn mit einem Feuerlöscher anfangen? Hupsi! Oh Mann. Mädels, keine Panik. Sowas passiert mir öfter. Genau dafür gibt's ja auch einen Feuerlöscher. Seht ihr? Und schon haben wir kein Problem mehr. Nichts brennt mehr. Yeah. Alles klar. Wir haben's verstanden. Passiert das öfter? Ah, das sind doch Kleinigkeiten. Oh, hab ich ein schönes, weiches Bett hier. Ich mag mein Bett auch total. Mir gefällt auch alles. Ich mag mein Bett hier. Oh, meine kleinen Oktopusse. Was ist unsere erste Stunde heute? Aha, die Gesetze der Magie. Es ist Zeit, meine Tasche zu packen. Oh, unsere erste Stunde ist ja voll interessant. Ich bin schon auf dem Weg. Na, Monika, bist du bereit? Na, dann lass uns gehen. Ich frage mich, wie unser Lehrer sein wird und was wir machen werden. Willkommen in der Schule der Magie. Also, ich bin eure magische Lehrerin. Oh wow, die ist ja voll unerwartet erschienen. Ach, freut mich, dass es euch gefallen hat. Jess, du kommst an die Tafel. Ich? Sicher? Aber ich will nicht. Na okay. Zeig uns, was du kannst. Bitte. Was ich kann? Moment mal. Schaut mal. Ich kann dieses Wasser hier steuern. Oh, voll cool. Mach weiter. Und jetzt kann ich mit dem Wasser jonglieren und es noch höher fliegen lassen. Ups, ich glaube, die Blasen hören nicht mehr auf mich. Was ist hier los? Wieso hast du das getan? Ups. Oh, du musst noch vieles lernen. Setz dich an deinen Tisch. Grace, mal sehen, was du drauf hast. Ich bin bereit. Na los, überrasch uns. Yeah. Okay, ich kann einen kleinen Tornado erzeugen. So in etwa. Und ich kann ihn größer machen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, das reicht. Grace, bitte hör auf. Dieser Tornado wird doch gleich die ganze Klasse vernichten. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten. Oh, bitte halten Sie durch, Frau Lehrerin. Wo bin ich? Was ist passiert? Huch. Grace. Tut mir leid, ich setze mich wieder an meinen Platz. Wo willst du denn hin? Wir sind noch nicht fertig. Monika, komm an die Tafel. Ich zeige euch, was ich kann. Nicht schlecht. Mach weiter.
Schaut mal, ich kann ein feuriges Herz machen. Gar nicht schlecht. Und außerdem kann ich dieses Herz Ihnen schicken. Ups, also das wollte ich nicht. Sie sehen aus wie ein verbranntes Toastbrot. Das war's, meine Geduld ist am Ende. Ist ja gut, ich setz mich wieder. Ich will auch das zeigen, was ich kann. Na los, schlimmer kann es ja eh nicht werden. Yeah. Warten Sie's ab. Noch ein bisschen. Irgendwie habe ich jetzt schon Angst. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, wunderschön. Gefällt mir. Wo kommen diese Büsche her? Was wollen die von mir? Das war's. Meine Geduld ist am Ende. Oh, die Stunde ist um. Wir sehen uns in der nächsten Unterrichtsstunde. Ja, wir gehen dann mal. Bis dann. Mädels, Moment. Ihr müsst mich doch erstmal befreien. Na, hat euch euer erster Tag gefallen? Ja, das war so spannend. Mädels, mir ist was eingefallen. Lasst uns eine kleine Party schmeißen. Noch ein bisschen Magie hier und ein bisschen Magie da. Gleich werden wir uns herzlich amüsieren. Wow, Sophie, das hast du toll gemacht. Tja, ich habe eben nur gute Ideen. Wie wär's denn mit etwas Musik? Yeah, das macht voll viel Spaß. Oh, habt ihr Lust auf etwas Süßes? Aus dieser langweiligen Zuckerwatte mache ich uns Regenbogenzuckerwatte. Sowas habt ihr noch nie probiert? Grace, danke für die Idee. Ich kümmere mich um unsere Getränke. Abracadabra. Schaut euch diese bunten Cocktails an. Cool, nicht wahr? Bedient euch. Wow, voll toll. Ich kann auch was machen. Wie wär's denn mit etwas frischem Popcorn? Ah, ich liebe das. Ups. Mensch, das passiert mir immer wieder. Tut mir leid. Ach, komm schon, dafür hat's Spaß gemacht. Es riecht nach Schokolade. Hm, schauen wir mal nach. Yes! Yeah! Alles klar, da haben wir mal wieder Glück gehabt. Wow! Yeah! Oh, so viel leckeres Zeug. Ich hab Donuts. Mein Gummibär sieht auch sehr vielversprechend aus. Also dieser Käse gefällt mir. Aber ich bin mir nicht sicher, dass er mit Schokolade gut schmecken wird. Was ist los? Hm, mein Springbrunnen ist käsig geworden. How sweet. Oh, das wird mir jetzt sicher gefallen. Wobei, ich hätte nicht so voreilig sein sollen. Oh, no. Gummibär, schau dir das nicht an. Let's go. Ich weiß, wem das schmecken könnte. Mäuse, ich habe Angst vor Mäusen. Macht euch nichts aus dem Geschrei. Lasst es euch schmecken. Wir sind fertig. Hey! Na endlich. Jetzt bin ich dran. Donuts mit Schokolade. Was könnte schöner sein? Mein Springbrunnen ist rosa geworden. Der Zuckerguss ist voll lecker. Der kommt auf alle Donuts. Lecker. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Das war toll. Okay. Okay, ich alleine bin geblieben. Dann wollen wir mal. Wow. Oh, der Springbrunnen ist blau geworden. Wie schön. Wow. Schmeckt super mit dem Gummibären. Awesome. Gefällt mir. Menno, wie
cool. Andy, was ist mit dir passiert? Er hat sich in einen Alien verwandelt. It's got me. Was schreit ihr so? What the? Hä? Ist das mein Finger? Wie macht er das? Cool, ich habe jetzt Superkräfte. Wer ist da? Mir ist nicht gut. Mir auch. Ihr seid ja voll sensibel. Uns erwartet was Traumhaftes. Ich frage mich, was genau. Okay, here we go. Wow, Burger! Awesome. Die sehen einfach nur perfekt aus. Cool. Bingo! I love you! Yeah! Ich hab mich verliebt. What? Aber es gibt ein Aber. Zuckerguss passt nicht wirklich zu ihnen. Das wollen wir gleich herausfinden. Kate, dein Burger hat sich verändert. Fantastic! Great! Er ist süß geworden. How sweet! Jetzt ist das ein Törtchenburger. Die Erdbeere ist ja lecker. Ich hätte auch gerne was. Okay, das will ich nicht riskieren. Das gehört alles mir. Wie süß. How sweet. Mir fehlen die Worte. Oh mein Gott! Wow! Das war der beste Burger von denen, die ich je probiert habe. Ich hoffe, bei mir wird sich auch was verwandeln. Da ist wohl was schiefgegangen. Oh no! Jetzt ist das ein Stück Eis. Oh. Was soll ich damit anfangen? Ich kann das nicht mal abbeißen. It's my turn. Hoffentlich schaffe ich alles. Yahoo! Hey, you! Ew! Was stinkt hier so? No, 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 please! Bloß nicht das! Das ist Schimmelkäse. Der schmeckt ja noch schlimmer, als er aussieht. Ich muss gleich kotzen. Oh, wie eklig. Ich kann gar nicht hinschauen. Mir geht's viel besser. Aber das Buch muss ich wohl wegschmeißen. Wow! Der Springbrunnen sieht immer noch sehr appetitlich aus. Das stimmt. Yes! Okay, here we go! Bloß keine Zitronen. Ich hasse alles Saure. Ich habe wieder Gummibärchen. Sorry, aber dieses Eis sieht am besten aus. Vielleicht hilft der Zuckerguss gegen die Säure. Was ist das? Muss ich wohl probieren. Okay. Sieht nach einem großen Bonbon aus. Du wolltest saures Bonbon sagen? Ich bin mir sicher, dass die Glotzer süß sein werden. Ich will sie dringend probieren. Aber wo sind sie hin? Woher? What? Die beobachten uns. Oh mein Gott! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kommt euch doch nur so vor. Sieht appetitlich aus. Da bin ich nicht wirklich einverstanden. Hey! Okay. Im Gegensatz zu meinem Eis ist das nichts. Oh. Oh, Kate, was ist das? Woher? Ich lasse es hier liegen. Woher? I don't know.
mein Gott! Oh. Oh nee, jetzt sehe ich wie ein Einhorn aus. Mh, das schmeckt ja. Mm. Hab ich's doch gewusst.